In dem Moment, in als meiner Show, das hatte, ist sensationell hier bei der Holy Night Bingo Show. Mein Name ist leid, Ricardo L. Ich bin euer Top-Entertainer, Top-Kakaos-Repräsentant und Top-Produktexperte. Was ist hier denn los? In der falschen Show. Vorne. Hallöchen. Komm mal kurz. Schnuckelchen. Bisschen zu alt bist du hier. Was ist hier los? Ich gebe dir erstmal, ein Tässchen Sekt aus. Komm hier mal ganz entspannt an der Bar. Ja. Das ist ja die Rolle. Nabel. Wir haben schon mal miteinander zu tun gehabt. Hier die Starrer, das ist die Inhaberin hier, namens. Ist erst Samstag oder was? Ich hatte mich im... Ricardo, kann ich dir ein Tässchen Sekt ausgeben? Nee. Sag doch mal. Ich nehme einen ganz anständigen und ehrlichen Averna, bitte. Andreas. Andreas, machst du sowas? Ja. Eis und Zitrone. Ohne Eis und ohne Zitrone, bitte. Sehr gerne. Ja, herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr da seid bei meiner... Nein, bei unserer Talkdot. Alles klar. Aber Ricardo, komm mal runter, sonst kriegst du auch gleich noch Kiezverbot. Ich komm nie runter. Das muss I'm just getting started, my Was dear. Was geht bei dir? Es geht sensationell viel. Ich habe mich natürlich überhaupt nicht im Datum vertan. Ich weiß ja, meine Show am Samstag ist ausverkauft. Ich dachte, ich komme mal hier rein. Wir sind auch ausverkauft. Ich dachte, ich komme mal hier rein und heb so ein bisschen den Publikumsspiegel. Also Riesenapplaus hier mal für dieses tolle TV-Team hier. Sensationell. Es geht viel, Astrid. Das ist schön. Ja. Jetzt mal so vielleicht zu mir. Du bist ja auch Flirt-Experte. Wie Moment. Ist denn mein... Oh, dein Averna. Moment. Oh Gott, Stößchen. Ich habe meine Pfütze schon auf Null gezogen. Damit. Mein Cuba Libre ist weg. Deshalb Prost. Wie bei Denver auch so ein klein noch. Ach, komm, Andreas, ich nehme noch einen kleinen Cuba Libre. Ja, so ein Lüttenklein. So ein Lüttenklein. Wie findest du mein Verhalten hier an der Bar? Du bist Flirt-Experte. Kannst du mir Tipps geben? Ich bin Flirt-Experte. Also das hast du selbst mal gesagt. Figur für dein Alter sowieso. Das ist hier eine relativ... billige Kunstlederqualität, die habe ich bin ja Top-Verkaufsrepräsentant nebenbei immer noch, habe ich viel verkauft im südostsächsischen du weißt, Raum du da anhast, für 29,95. Aber die Rolle, Polyester. Ich bin immer auf der Rolle. Was war die Frage? Du weißt, hier? Den habe ich noch nie gehört. Die Frage war, ob du mir Tipps geben kannst, aber das ist jetzt auch nicht weiter wild. Du Kann ich nicht. Okay, du bist eigentlich Bingo-Conferencier, das bist du auch nach wie vor. Ja. Mittlerweile hast du aber neun ziemlich guten Job. Oh, ich du hast keinen neuen überlegen. Ziemlich guten Ach so. Job. Also, ist ja kein okay. Job, ist eine Leidenschaft, Astrid. Oh. Ich bin Bingo-Konferenzier und alles mögliche Shows und so. Und seit kurzem fresse ich mich durch die Hamburger Gastro-Landschaft. Ich bin nämlich Restaurant-Tester und Restaurant-Kritiker für das Top-Magazin Hinnerk. Da schreibe ich mal eine ganze Seite drüber. Und das macht enorm viel Spaß. Einfach mal, was ist so neu, weil ich bin ja, das heißt ja dann After-Show-Dinner mit Ricardo M. Weil ich finde, wenn man eine Show hatte, man will danach lecker was essen. Und dann will ich da auch hingehen und will so ein bisschen Atmosphäre haben, will flirten, will feiern, essen, trinken. Und da mache ich immer den Top-Restaurant-Check des Jahrtausends, sozusagen. Ganz kurz, wir können jetzt anstoßen, weil mein kleiner, klitzekleiner Cuba Libre ist da. Prost. Guck, der erste war schon zu viel, ich habe schon gepitchert. Nette Location habt ihr, ich freue mich sehr auf meine Show hier. Großartig, super. Du bist Restaurant-Tester, ja. Bezahlst du selbst oder zahlt das der Hinnerk? Ich zahle das gar nicht. Was muss man jetzt sagen, damit es dann offiziell richtig klingt und man nicht bestochen wird? Nein, ich zahle das nicht, das zahlt der Hinnerk, genau. Und ich komme auch so halb undercover. Ich bin eigentlich undercover unterwegs, das stimmt. Und so ungefähr in etwa, man erkennt mich halt nicht, wenn ich mich dann da hinsetze und dann wird bestellt. Und das ist nicht nur das Essen, finde ich, so wichtig, sondern auch das, was wir machen, ist ja, genau, das Zwischenmenschliche ist nahe und so. Die hat eine super straffe Haut. Super straffe Haut. Nee, also wie sind die nett, weil ja. Und nicht oder so. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Ja. Nicht nur. Ich stell dir ganz kurz nochmal Harry vor, weil ihr jetzt Tester unter euch Was? Seid. Ihr dürft euch nur Hallo sagen. Wer ist Harry? Harry Schulz ist nämlich der Imbiss-Tester. Du ah. bist jetzt der Restaurant-Tester vom Hinnerk. Nur, dass ihr euch mal guten Tag sagt, ja. Dann kann ich auch mit den Getränken ein bisschen das durch die Gegend tragen. Das sind halt zwei Niveaus, ne? Da darfst du dich hier hinsetzen, weil dann haben wir dich auch an der äußersten Ecke. An der äußersten Ecke. Hallöchen. Ach, ist mir doch dann egal. Dann sind wir nämlich Ricardo und Harry auch los. Ricardo, nur für dich zu wissen, mal, genau, Prost, weil wir nämlich den wirklichen Stargast auf der Bühne haben. Wieso, das ist los? Anne-Sophie, Ach, unsere diesjährige ESC-Kandidatin. Nee. Deshalb einfach entspannen, nee. Hinsetzen, Moment, entspannen. ESC, ich hab eine Idee. Also wenn diese Tante da, die ich gar nicht so gut kannte bislang, die ist ja sehr, sehr nett und reizend, aber ich hätte einen Vorschlag als Top-ESC-Song 2015, 16 und 17. Pass auf, das geht so. Manch einer kennt ihn, singt ruhig mit.
Tropica ole, amore, amore, fiesta la playa, ole. Ricardo, das sind null Punkte. Spanisch, mexikanisch, Ricardo, Schluss, Schluss, du kommst jetzt hier in die Ecke zu Harry. Ole.